It's frustrating. We got scored on the first 30 seconds of the game, and after we tied up to make it 3-3 the shift after. So that kind of sums it up for us right there. It's those are big momentum moments, and we got to be better in those situations, especially because, you know, I thought we dug ourselves a hole at 3-0. We came back to make it 3-3, and to get scored on the next shift is a real killer. You know, it's tough. I thought Nuremberg played hard. They worked hard. They counted on our turnovers really well, capitalized, and our puck management wasn't consistently good enough. Also ich darf jetzt kurz übersetzen, was Steven gesagt hat. Er sagt, es war ein frustrierender Abend für Düsseldorf. Direkt nach 30 Sekunden schon einen Gegentreffer kassiert. Dann kommt man auf 3-3 zurück und muss das dann einfach besser machen. Das waren so Momente, die man einfach besser lösen muss aus Sicht der DEG. Besonders, wie gesagt, nach diesem 3-3, nach diesem Comeback, kriegt man gleich mit dem nächsten Wechsel das 3-4. Und ja, Nürnberg hat gut und hart gearbeitet, hat seine Chancen da gut genutzt, und auf Düsseldorfer Seite muss man da einfach besser mit dem Puck umgehen, und somit kam es dann eben zu diesem frustrierenden Abend. Mitch, your statement, please. Yeah, no, we started the game really well with an early goal, and then PK was great on the 5-minute major there, that we were able to kill that off, and then get another, but once we had the lead, I wasn't happy with the way we played. It was a little too open-ended. They have some good players over there that capitalize on that. And later in the game, getting that shorthanded goal really helped. And I've got to say, happy with the guys sticking together and with good mindset at the end of the game there to find a way. Also, das darf ich kurz übersetzen. Mitch fand den Start der Nürnberger sehr gut. Vor allem das frühe Tor hat natürlich geholfen. Nachdem man dann in Führung war, hat es ihm dann nicht mehr so gut gefallen, weil da war man einfach zu offen und die DEG konnte ihre Chancen dann wiederum nutzen. Der Unterzahltreffer hat natürlich den Nürnbergern dann sehr geholfen und insgesamt ist er glücklich mit dem Auftritt der Ice Tigers. Gibt es denn Fragen aus der Runde? Ja. Steven, your last evening here in this arena was very emotional. Did you have to control your emotions today too? No, it's different. I mean, we came here to play a game, and you know, it's great being back. I love the arena. I love, we had some really good years here, but this was a business trip, and it wasn't hard to kind of separate the past from the present. Also, Frage war von Sebastian Böhm, Nürnberger Nachrichten, ob es was anderes war, heute wieder hierher zu kommen, denn sein letzter Auftritt hier war natürlich ein sehr emotionaler, und Steven hat gesagt, ja, es ist eine Geschäftsreise gewesen und deswegen muss man das auch erstmal trennen können. Wie gesagt, er ist hierher gekommen, um ein Eishockeyspiel zu spielen, obwohl er die Arena und die Mannschaft und also den Verein und die Fans hier natürlich geliebt hat.